An dieser Stelle verlassen wir ganz kurz die Debatte im Bundestag, um diese Bilder, die Sie parallel eingeblendet gesehen haben, die wir Ihnen jetzt in voller Größe zeigen, einzuordnen. Die Polizei, die hier gegen Demonstrierende vorgeht, die sich weigern, dort wegzugehen. Man muss dazu sagen, die Polizei hat mehrfach versucht, einzuwirken auf den Versammlungsleiter hier an der Straße des 17. Juni, um dafür zu sorgen, dass Hygienemaßnahmen eingehalten werden, dass Abstandsregelungen eingehalten werden, Masken getragen werden. Das ist nicht passiert und letztlich hat die Polizei vor wenigen Minuten dann getwittert, dass der Versammlungsleiter die Demonstration hierfür beendet erklärt hat. Damit sind die Demonstrierenden also verpflichtet, diesen Platz zu räumen und ganz offensichtlich geschieht das nicht. Die Wasserwerfer, mit denen die Polizei vorgefahren ist, mit denen sie auch angedroht hat, von denen sie Gebrauch machen würde, das haben wir gesehen, das ist ja auch geschehen. Eine brutale Szene, die sich am Rande der Demonstrationen gegen die Corona-Regeln ereignete, kursiert zurzeit im Netz. Passanten filmen am Samstag, wie Polizisten eine Frau zu Boden drücken, während sie laut schreit. Sie wird zweimal in den Rücken geboxt. Die Frau versucht sich loszureißen, sie schreit ununterbrochen, doch die Beamten geben keinen Zentimeter nach. Behauptungen zufolge, nach denen die Frau bei dem Einsatz gestorben sei, stimmen nicht, teilte die Polizei am Montag mit. In einer Stellungnahme dazu heißt es: Derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurde die 60-jährige Frau von den Einsatzkräften festgenommen, weil sie sich an einer unerlaubten Ansammlung beteiligt und sich trotz mehrfacher Aufforderung nicht entfernt haben soll. Ich gehe gern runter auf den Boden.